Folge 236 von Simotrans. Wir hatten letztes Mal hier so ein bisschen den Verkehr zwischen Radolfzell und Döbeln mit Personenverkehr geändert und hatten jetzt hier noch zu gucken, dass wir hier schauen, dass es hier noch eine Buslinie oder sowas gibt, ne? Da konnte man ja nichts sehen. Wir könnten mal hier schauen. Welche Fahrgäste sind das? Ja, Connections. Na, das ist nur ein Stadtbus. Wenn hier auch nur ein Stadtbus ist, ne, der da vorbeifährt, dann gibt es keine Verbindung zwischen Radolfzell und Döbeln per Bus. Die Fahrzeuge, die 22 letztes Mal gesehen haben, sind einfach die Milch-LKWs, ne? Dann ist das ja auch gut. So. Aber der Bus, der da über Land fuhr, Radolfzell Land war das, der war wahrscheinlich jetzt zu groß, weil wir da ja... Das ist Radolfzell Land, naja, genau. Der war zu groß, weil er keine Gäste mehr hat. Der fährt ja hier hinten jetzt auch nicht mehr hin, weil der dreht ja da wieder um. Fährt allerdings immer noch plus ein. Müssen wir mal gucken, aber der fährt vielleicht am Rathaus vorbei und dann sind ja doch relativ viele unterwegs, ne? Schauen wir mal, was der hier gerade macht. Aber der war, glaube ich, auch veraltet, der Bus, der da jetzt fährt, ne? Ist da nur noch einer drauf, ne? Oder? Ja, und der Postwagen halt. Müssten wir eigentlich gucken, dass wir da einen draufsetzen, der besser ist. Wie viele Sitzplätze hat der denn? Ist das dieser? Ne, das ist noch ein anderer. Der hatte 46 Sitzplätze. Die sind ja schon mal definitiv zu groß wohl. 53, 88, 51. Und hier haben wir sogar 48. Ja, der ist sogar größer dann. 1,26 kostet der uns. Was kostet der? Steht das hier irgendwo? 1,32. Ist der sogar noch günstiger. 1,47. 1,26. Einen kleinen Bus gibt es leider nicht mehr. Dann würde ich den auf jeden Fall nehmen. Radolfzell Land. Radolfzell Land. Da ist es. Und starten wir mal. Und ihn sagen wir nicht laden. Und dann übernimmt der andere das. Der bringt jetzt alle weg. Jetzt hat er natürlich für verschiedene Haltestellen was, ne? Na, warte, jetzt ist er schon näher zum Depot. Na, warte, brauchen wir gar nicht zum Depot. Können wir gleich hier ausmustern machen. Gut, jetzt ist er dann unterwegs mit 48 Sitzplätzen. Na, ich weiß nicht, der fährt 70 km/h, aber er fährt ja auch sowieso innerorts nur noch das. Sowieso mit 50 oder wie war das? Ja, wird schon so sein. Der fährt auf jeden Fall miese. Zurzeit. Da steckt irgendwo einer fest. Ja. Das Feststecken, das hatten wir schon letztens hier. Das heißt, wir müssen definitiv hier was machen, dass da keiner feststeckt. Das heißt, wir müssen, glaube ich, noch ein weiteres Gleis hier bauen. Ich ziehe das mal hier neben auf. Oberleitung da dran, passt. Und dann noch den Bahnsteig. So. Das ist dann gut. Jetzt ist nur die Frage, wo hat er seinen Halt hier? Okay, das sind schon mal zwei von denen. Das sind ja auch die beiden, die jetzt hier stehen. Linie ändern, der hat definitiv den Halt da.
Dann würde ich sagen, machen wir den halt einfügen dahin. Machen hier noch 100% raus und löschen den raus. Gut, dann wollen wir hoffen, dass das besser funktioniert. Und der ist jetzt derjenige, der im Weg steht. Dann lass den mal nochmal wegfahren. Und wenn der dann wiederkommt, wenn er da hinterm Signal ist, darf er nämlich wiederkommen. Und hoffen, dass er passend hier gleich reinfährt. Der fährt durch, ist aber auch noch ein Dieselzug, genauso wie der zweite hier. Müssen wir gleich mal gucken, dass wir das auch ändern. Vielleicht machen wir hier gar keinen Halt hin, dass wir den rausnehmen. Er fährt jetzt aber passend. So, bevor der weg ist, lass uns gleich hier nehmen, dass wir da gleich weiterarbeiten. Also das sollte jetzt funktionieren. In der Hoffnung, dass er da immer hinfährt, ne? So, und hier haben wir jetzt Güterzug Kohle-Zementwerk. Oh, ist sogar tatsächlich nur einer. Und der ist aber voll geladen. Okay, der fährt hier hin und da gibt es keine Elektrifizierung. Ab da, okay. Das bedeutet, wir machen da auf jeden Fall erstmal was hin. Sind wir dann schon mal so weit? Das ist auch gut. So, das ist das letzte Stück. So, das würde bedeuten, der kann ausgetauscht werden. Aber es fuhr doch gerade eben noch einer da lang, oder? Nur die Frage, ob der hier hinten auch lang kommt. Da steht einer und wartet auf was. Okay, dass der da durchkommt. Da ist der zweite. Ach, das ist der. Okay, aber wir hatten noch einen. Der da unten war es jetzt gerade nicht, ne? Nee. Da haben wir noch Dampfloks. Die müssen wir auch noch bearbeiten. Hier stehen welche. Wahrscheinlich war das da einer von. Kann ich mal bitte jetzt hier den haben? Getreide, Hardexen, Döbeln. Getreidehardexen Döbeln. 32 Tonnen, 0 Tonnen. Schaut so aus, als ob der. Mach den mal auf Nichtladen. Ne, warte mal, wenn ich den nicht laden, dann hat er das nächste Ziel gemacht. Okay. Ah, wo fährt der hin? Die beiden sind ja gleich, ne? Genau. Der fährt jetzt die Strecke in diese Richtung ab. Fährt zum Tierfutter, ne? Okay, da ist ein Stau. Achso, ich habe auch Verfolgen, deswegen kann ich nicht mit den Pfeiltasten weiterarbeiten. Ja. Da ist irgendwie gerade voll. Da ist gerade wieder voll. Das bedeutet, hier ist auch was falsch.
Lass uns da schnell noch ein paar Gleise hinlegen. Ja, 7 ist da, vor dem Signal natürlich, ne? Aber ich glaube, das Signal hat er da auch noch gekriegt. Dann das. 6 müsste reichen, oder? Ja. Und Oberleitung da. So, passt auch. Kann zu. Kriegt ein neues Ziel. Ja. Fährt weg. Der nächste fährt durch. Er ist hinter dem Signal. Kriegt er wieder dieses Ziel. Und passt. Und er fährt durch. Hier unten ist er. Wo fährt er hin? Nur bis hier und dann zurück oder fährt er weiter? Ich glaube, er fährt wieder zurück dann, ne? Ja. Und wo fährt er hin? Achso, das ist der gleiche wie der. Das bedeutet, sind da 3 drauf? Oh ja. Oder 2? Ne, 2. Sieht komplizierter aus. Ja, wir hätten den jetzt weiter verfolgen müssen noch, ne? Wo steht er jetzt? Er steht wieder davor und fährt nicht durch. Ach, der will wahrscheinlich ganz woanders hin. Ach so, Quatsch, da nicht. Hat aber das Zwischenziel nicht. Geflügelhof ist nämlich auf der anderen Seite und hier muss zwischendurch dieser Bahnhof noch sein. 1 den. Und shit, jetzt haben wir hier einen Fehler gemacht. Bedient die GZ Getreide, Obsthof, Geflügelhof, das müssen wir ändern. Getreide, GZ Getreide, Obsthof, Geflügelhof, das ist das Richtige. Und wir müssen jetzt hier hin. Hier ist es offen, ne? Ja. Und da müssen wir einfügen, den hier. Damit er da lang fährt. So, jetzt müssen wir ihm aber noch den Fahrplan wieder ändern. Er musste mich da wieder hinfahren. Complicated. Das war der erste, den wir gemacht haben, wo es jetzt aber nicht gerade wichtig ist. Also wichtig schon, aber das ist woanders. Der Bus fährt miese ein, aber das war mit zu rechnen. Auch egal, der andere hätte auch miese eingefahren. Er kommt jetzt hier oben rein. Fährt da um die Ecke und fährt jetzt auch gleich hier durch, oder? Jetzt kommt da noch einer. Der dreht aber, oder? Ne, der fährt da lang weiter. Okay, passt auch schon. Auch Dieseltriebwagen oder sowas. Diesellok, nicht Triebwagen. Triebwagen wäre ja Personen. So, er fährt jetzt hier nämlich durch. Und fährt dann da unten auch gleich weiter. Deswegen war da das Problem, ne? Ja. Gut, dann haben wir den allerdings jetzt fertig, ne? Jetzt ist noch die Frage. Ich glaube, andersrum macht es Sinn, dass wir den da auch nochmal anhängen. Damit er dann da auch durchfährt. Sonst macht er das vielleicht auch nicht.
Gut, dann ist das erledigt. Mach das zu. Mach den auch zu. Das sollte funktionieren. Was haben wir hier? Das ist Hardex in Südostwald. Wo ist das? Das ist hier. Ist nicht mehr wichtig. Die beiden sind jetzt unterwegs. Die fahren woanders lang. Der Bus hat tatsächlich jetzt mal 4 Personen. Aber den werden wir auch nicht mehr ans Grüne bringen. Aber dafür fährt ja der andere Zug. Ist ja ein Zubringerbus sozusagen dann. So, er ist voll. Er hat 118. Er hat 210. Jetzt müssen wir mal einen verfolgen. Also hier ist alles elektrifiziert. Da auch. Fährt bis dahin. Das ist alles stromtechnisch versorgt. Bleibt hier. Das ist der unten rechts. Hat jetzt 140 geladen. 210. Das heißt, das ganze Stück, wo der lang fährt, ist schon elektrifiziert. Ja. Das heißt, fahr den zum Depot. Und der hier, na, der muss erst noch entladen werden. Ja, komm, können wir verfolgen so lange, fahren das aber auf schnell. Der fährt Getreide durch die Gegend. So, kommt da jetzt an. So, jetzt ist er da. Jetzt müssen wir erstmal Waggons gucken. Dieser Waggon hat 30 Tonnen landwirtschaftliche Güter. Ah, hat ja wieder gut geklappt, ne? Hier Flachs sind auch landwirtschaftliche Güter. Dann bleiben nur die. Aber das ist noch aktuell. Das bedeutet, wir müssen nur eine Lok tauschen. 5,52, 2,62. Ist das 120 fährt die und die fährt 150. Was ist jetzt hier die Top-Geschichte, ne? Der fährt 160, der könnte die Gleisgeschwindigkeit auch erreichen. Der ist zu schnell. Dieser hier war... Ich glaube, diese ist dann die Lok, die wir brauchen, ne? Ist das neueste Modell, was die passende Geschwindigkeit hat und auch, glaube ich, vom Baujahr her das jüngste ist, ne? Ja, das heißt, diesen da, der kann auch hinten sein, oder wie sehe ich das? Er spielt ja beim Dingens keine Wumpe, glaub, oder? Kann auch schieben. Kann man denn so? Achso, okay, dann können wir jetzt hier voranstellen. Machen wir das doch. Das ganze Ding fährt jetzt... Hardexen döbeln, Getreide, Hardexe döbeln. Der steht ja jetzt hier, sich die Beine im Bauch, ne? Das ist die Frage. Starte den erstmal. Ach so, da steht ja noch einer. Das bedeutet... Wird der beladen? Ja. Der wird aber nicht beladen, ne? Nee. Das heißt, den lösen wir auf. Ausmustern. Und den da, den tauschen wir noch um. Den machen wir jetzt auf nicht laden. Dann fährt der raus. Lassen den einmal entladen. Komm, verfolg den. Den müssen wir auch noch machen. Der Bus fährt immer mehr miese ein. Machen wir schneller. Der liefert da unten ja jetzt ab.
Und jetzt kann er auch ins Depot fahren. Und schneller. Und da tauschen wir die Lok dann auch aus. So. Einmal ins Depot. Die Lok weg. Und die Lok hin. Ah, anhängen nicht, sondern voranstellen, haben wir gesagt, ne? Und den verkaufen. Den auch. So, Haltlänge 6. Ich glaube, mehr geht auch nicht. Und dann starten wir den wieder. So, da haben wir zwei da drauf. Irgendwo steckt einer fest. Sieht so aus, als ob er hier noch reingeschlittert ist ohne Oberleitung. Kann er sein? Nee. Wieso steckt der fest? Gute Frage wieder, ne? Der wartet auf Paletten, der steckt da vielleicht fest und da. Wird denn da geladen? Ne, wird nicht geladen. Schwierig. Den machen wir zu. Ich glaube, das hat sich erledigt dafür. Das ist hier der Bahnhof. Wieso steckt der Triebwagen fest? Aber eigentlich steckt er nicht fest, oder? Komm, zack, Fahrplan, Hardexen. Der steht damit, steckt fest. Jetzt fährt er aber, ne? Ja. Jetzt verfolgen wir den und gucken, ob er nochmal feststeckt. Jetzt kommt er zurück. Ich glaube, der. Keine Ahnung, warum die Anzeige da war, aber das war bestimmt kein Grund. Können wir wegmachen. Der fährt miese ein, da kommen wir auch nicht drum rum, das ist auch klar. Der Michael Friedrich hatte mir geschrieben, dass er meint, dass pro Kilometer 0,1 Simoleons gibt und dadurch kann man ungefähr ausrechnen, was für ein Ertrag dann das so ist. Und dann braucht dieser Zug, den wir da letzten im Personenzug irgendwie der 336 fassen kann oder was es war, braucht 120, um dann plus 0 zu fahren, also eine schwarze Zahl zu fahren. Das heißt dann, das klappt dann. So, jetzt verfolgen wir den noch gerade. Sieht so aus, als ob der aber auch überall Dingens hat. Machen wir schneller. Der hat überall Oberspannung. Ja, da ist überall Oberspannung. Und die andere Seite unten hatten wir, glaube ich, schon gemacht. Das heißt, den können wir gleich auch umschwenken. Und der hat ja nichts geladen, das heißt, der kann gerade ins Depot fahren. Dann passt das. Dann machen wir sofort einen anderen. Oh, was ist hier? Ein Bug. Das bedeutet, dass wir nämlich hier jetzt gerade die austauschen können, die Lok. Nee, nicht Waggon. Ah. Jetzt haben wir schon wieder einen mehr gekauft. Und gehen da auf Voranstellen und machen die da dran. Und dann kann der wieder starten. Und dann machen wir hier nochmal verkaufen. Kann weg. Kann weg. Haben wir den jetzt gestartet? Findet keinen Weg mehr.
Schade. Zum Zementwerk. Mach das mal weg. Jetzt müssen wir rausfinden, wo der Weg fehlt. Also hier kann er ja rum. Ach, warte mal, dieser ganze Bahnhof ist hier nicht verstromt. Vielleicht liegt schon eigentlich hier nur dran, ne? So, jetzt haben wir es aber. Jetzt kann er nämlich. Ah, hier ist aber was falsch, oder? So, dann haben wir das letzte Stückchen auch noch geschafft. Dann kann der auch laden. Ah, jetzt fährt er schon raus. Hat auch voll geladen, passt. Wie viel ist denn auf der Linie drauf? Wenn der, ach, der fährt immer eine Richtung voll und die andere leer, ne? Der fährt bis zum Zementwerk. Jetzt müsste man gerade einmal zum Zementwerk springen, ne? Oh, das war falsch. Das wollten wir nicht. Zementwerk brauchen wir nur einmal. Fahr du mal weiter. Ich wollte hier den Bahnhof angucken, wie viel Zeug hier liegt. Liegt nämlich gar nichts an Kohle. Das würde tendenziell bedeuten, dass wir da oben auf diese Linie... Ach, der hat gut geladen. Doch, 300 Zement Kohle. Das würde bedeuten, dass wir da Sinn machen, wahrscheinlich da auch noch einen zweiten Zug drauf zu machen. Ich dachte, ich drücke mal K und dann kommt hier Kohle, ne? Aber war nix so. So, wer macht hier wie viel? 31 Tonnen, 8 Tonnen, 57 ist immer noch das meiste. Ja. War einer zu viel wieder. Und verkaufen wir den wieder. Und das war Kohle, Zementwerk. Und starten den auch. So, dann haben wir genug optimiert, denke ich mal. In der nächsten Folge müssen wir uns noch irgendwelche Museumsloks suchen, die wir dann auch noch erneuern. Hier fährt schon wieder einer. Machen wir bei der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Und gerne auch das Video auf anderen Kanälen teilen. Kommentare hatte ich schon gesagt. Bestimmt auch hier seht ihr, da war noch eine Dampflok. Die müssen wir auch unbedingt austauschen. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.